Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Leute, heute reagiere ich auf das erste Video vom Flyhouse YouTube-Kanal. Let's go! Yeah! So Leute, da bin ich auch schon. So, rein da. Ich lese nochmal den Titel vor. Einbrechen im Trampolinpark um 3 Uhr nachts. Yo Leute! Das ganze Flyhouse übernachtet heute im Trampolinpark. Es ist mitten in der Nacht. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir da überhaupt rein? Diese Frage übernehme ich dann. Es hat mir nämlich ein Vögelchen gezwitschert, das immer irgendwo eine Tür klemmt. Und die können wir dann aufmachen. Let's go! Mach das auf keinen Fall zu Hause, Mann. Was machst du da? Trampolinpark, es ist mitten in der Nacht. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir da überhaupt rein? Diese Frage übernehme ich dann. Es hat mir nämlich ein Vögelchen gezwitschert, das immer... Läuft, ein bisschen einbrechen hier und da so. Wo eine Tür klemmt und die können wir dann aufmachen. Let's go! Mach das auf keinen Fall. Nicht nachmachen, alles. Alle Stunts wurden von Profis begleitet und oder ausgeführt, sodass jegliche Gefahr der Teilnehmer ausgeschlossen wurde. Und keine Gefahr bestand. Sause, Mann. Was machst du da? Junge, der Alarm geht gleich los oder ja, so. Chill. Der hat gesagt, du musst dagegen durch. Safe ist da so eine Tür offen gelassen worden, weil als ob die da einbrechen. Die sind nicht irgendwelche YouTuber von 2013, 14, die da einbrechen. Nein. Nein, machen die nicht. Gab wirklich YouTuber, die das sowas gemacht haben. Hast du gehört? Spaß, okay, wir müssen weiter suchen. Du sieht einfach komplett creepy aus. Alter, wir sind die schlechtesten Dieb. Leute, ihr könnt gerne mal auf mein YouTube-Video jetzt gerne mal einen Daumen nach oben lassen, ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, nette Kommentare schreiben und beim Flyhouse auch vorbeischauen. Und bei den anderen auch. Ihr wisst ja, wie die heißen. Okay, Leute, ihr müsst leise sein, Mann. Am Ende des Tages werdet ihr mich alle feiern für diese Aktion. Ihr seid solche Lappen, Alter. Kommt jetzt mit und seid leise. Ich schwör's euch, wenn wir erwischt werden, das ist schon eine Straftat. Das ist schon klar. Der Schalter? Ich weiß nicht. Oh, shit, Digga. Komm doch jetzt hier hoch, Mann. Oh, Mann. Okay, wir müssen jetzt so schnell hier raus, Alter. No joke. Alle? Wartet, Leute. Ich mach mal ein bisschen heller. Ich mach das ganze Ding hier mal ein bisschen heller. Komm! Digga, was wollen die, Alter? Leute, bitte macht es nicht! Komm schon, bitte lasst es! Okay, Leute, natürlich haben wir das alles organisiert. Der Typ hier hat sogar Geburtstag. Er hat uns heute trotzdem aufgesperrt, damit wir heute eine Nacht im Trampolin. Nochmal. Also, richtige Ehrenaktion. Leute, kommt in den Sprungraum, let's go! Nils, habt ihr Bock? Ja! Yeah! Heute wir sind gesprungen. Wird echt ein Anstrengertag. Wir schlafen hier nur. Ja. Genau. Wir schlafen hier nur. Übrigens, jetzt kommen regelmäßig Flyhouse-Videos, das heißt, ihr bekommt noch mehr Content von uns allen. Abonniert den Kanal, Leute, lasst diese 100k voll machen, let's go! Was machen wir bei 100k? Bei 100k... Erstens bekommt ihr dann den nächsten Play-Button, das ist auch geil. Der nächste Und ich kann kein Deutsch. Der nächste Play-Button, Leute. Vielleicht bekomme ich ja irgendwann auch mal einen Play-Button. Nein, ist gar nicht meine Intention. Ich will einfach hiermit nur Spaß haben. Sollen wir noch überlegen? Natürlich ist es auch mein Traum, das zum Beruf zu machen. Aber darum soll es nicht gehen. Weiter. Und natürlich würde ich den nächsten Play-Button gönnen, ne? Haben sie verdient. Schreibt's in die Kommentare. Theresa, ich hab die ganze Snacktüte mitgenommen. Die Jungs haben keine Snacks. Und ich hab keinen Kaugummi drin. Ja, okay. Alles, was auf mir möchte. Wir haben uns nämlich davor noch ganz viele Snacks gekauft. Und so, das wäre so eine KFC-Tüte oder so. Und ja, jetzt setzen wir uns irgendwo hin. Und snacken erstmal. Leute, es war schon immer mein Traum, einfach die Halle für mich zu haben. Geiler geht's nicht, Leute. Wir setzen uns jetzt da drauf. Ich kann mir sogar vorstellen, da später zu schlafen. So wie so ein Boxspringbett. Obwohl, ich hätte ein bisschen Angst, dass ich runterfall. Wir haben ein Poster von Rick.
Leute, guck mal. Rick meinte vorhin, dass er später Hide and Seek spielen will. Deswegen lass mal abchecken, was es hier so an Verstecken gibt. Komm mit. Okay. Abgesperrt ist. Leute, nie hinter die Absperrung gehen, ne? Ich hab den Ohr. Den kennt niemand. Not bad, aber das ist zu groß. Mädels, was macht ihr da? Sagen wir euch nicht. Wir schauen schon mal nach guten Verstecken, weißt du, für später. Aha, Hide and Seek. Aha, okay. Man sieht ihren Eierkopf dadurch. Hey, ich hab keinen Eierkopf. Du hast keinen Eierkopf. Das findest du jetzt lustig, ja? Komm, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Zeig ihn. Komm, ich bleib dabei. Schnapp ihn hier. Ich will Aufmerksamkeit. Rick, die wollen uns nicht klauen. Hä? Ganz kurz, stopp. Was war das gerade? Ja. Alles gut. Alles gut. Bin ein bisschen übermüdet und so. Wir haben sie schon geklaut. Ich hab euch gesagt, ich will teilen. Der hat nie gesagt. Aber heute müsst ihr leider verhungern. Also ich hab mir jetzt erstmal ein paar Snacks gegönnt. Die Mädels haben gerade irgendwas von Hide and Seek gesagt. Hast du es geplant und hast mir nicht gesagt? Digga! Es tut mir leid, Alex. Weil ich ganz genau weiß, dass du es am besten verstecken wirst. Digga! So, Leute, es geht weiter. Ich wurde kurz unterbrochen, aber es hält mich nicht davon ab, hier weiterzumachen. Ich verstecke. Ja, du kriegst eine Runde Mitleid von mir. Digga. So, Leute, wir sind nicht zum Spaß hier. Jeder von uns hat 250 Euro. Die werden jetzt gesetzt und wir spielen ein Spiel und der Gewinner kriegt alles. Also kriege ich alles. Hey, 1000 Euro. Das Spiel geht ganz einfach. Wir spielen Flaschendrehen. Der gewählt wird, wird zum Fänger und der Rest muss da rein wegrennen. Der Fänger muss versuchen, jemanden mit dem Ball zu treffen und derjenige ist raus und disqualifiziert von den 1000 Euro. 3, 2, 1. Okay. Oh! Los ist ab! Ja, los ist ab! Und Therese, wo bist du? Du siehst raus, Leute. Mich hat er nicht gekriegt. So, nächste Runde. Warte, ich hab weiter. Nein, der ist jetzt raus. Jetzt weg. Rick. Oh, das war knapp. Leute. Machen jetzt ein Stechen, ein Game of Flip. Oh, okay. Game of Flip, Leute. Let's go. Ich würde sagen, ich fang basic an, oder? Okay, let's go. Ja, einfach pull down, let's genau. Go, du bist lang. Okay, Alter, ich kann diesen Trick nicht. Scheiße! Ja, okay, es zählt. Scheiße, Leute, ich dachte, damit mal werde ich mir jetzt schon, weil das ist echt nicht so ein einfacher Trick. Auf entspannt, mach jetzt Double Backflip, mein Freund. Gib ihm! Digga! Oh, yes, sir! Du weißt, um die Uhrzeit schaff ich das nicht mehr. Ja, also. Dann bist du Veganer! Ich sag's euch, Leute, wir müssen es auf jeden Fall nochmal spielen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Game of Flip mit mir... Auf jeden Fall könnt ihr könnt das mal mit 2000 Euro spielen. Was ist los? 2000 Euro beim nächsten Mal. Und dann irgendwann 5000 Euro. Wenn ihr sehen wollt. Auf jeden Fall. Wenn es eine andere Uhrzeit wäre, hätte ich es geschafft. Just for the record. Und wie fühlt sich an mit 1000 Euro? Bro, ich bin richtig rich und du bist Geringverdiener. Was sagst du? Ist mein Geld runtergefallen? Das sind ganz viele 50er. Es ist jetzt echt schon spät, aber ich habe gerade bei Game of Flip gewonnen. Heißt. Man merkt, Lucy ist irgendwie die ganze Zeit schon ein bisschen müde. Wegen ihrem Verhalten. Nein, Spaß. Das sind ganz viele 50er. Leute, aber nicht nur Lucy ist müde, ich bin auch müde. Ich darf entscheiden, was wir jetzt mit diesen 1000 Euro machen. Und ich will, dass ihr eine Chance habt, sie mir nochmal abzuluxen. Deswegen spielen wir jetzt eine Runde Hide and Seek. Okay, ich werde gewinnen. Let's go. Wir wissen alle, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Nee, ich habe hier nämlich... So. Und er zeigt mir alle Verstecke. Nein, er zeigt mir die Verstecke. Hey, Rick darf das aber jetzt nicht sehen, Leute. Das ist doch so unfair. Die können jetzt doch nicht von einem Trainer sich die besten Verstecke geben lassen. Wie soll ich die dann finden, Leute? Wirklich Secret. Wenn man schön was Kleines braucht,
Magie 3. Hast du da reine Würfel? Safe! Test mal. Alter, du würdest echt reinpassen. Okay, Leute, ich habe ein bisschen Angst, dass ich doch nicht gewinnen werde. Du musst mir jetzt noch ein geiles... Hier wird Emmy schauen. Viele Kids von uns benutzen es so gerne. Das ist wirklich mega gut. Oh, wir haben hier den Kicker. Leute, da kann man einfach rein. Willst du da rein? Soll ich da rein? Ich weiß es noch nicht. Jeder kann jetzt mal hier ein Abo dalassen. Bei mir auch, auf jeden Fall auch ein Abo dalassen. Yo Leute, Hide and Seek ist jetzt vorbei. Es war so nice. Das findet ihr auf Rick seinen Kanal. Aber wir springen jetzt erstmal Figuren in die Schüsselgrube. Aha, go Alex! Ein Surfer! Schlafenden Mann! Oh Junge! Ich wollte einen Surfer! So, erste Aufgabe, Rick. Du musst den Erschossenen aus da. Okay, egal, ich spring einfach auf ihn. Okay, wo war der Erschossene? Das war einfach kein Erschossener. Okay. Der war gut. Aber ich könnte es besser. Nur leider kann ich nicht wegen meinem Nacken hören. Nur deswegen kann sie nicht. Okay, der nächste ist das Schlafen, okay? In der Luft schlafen. Okay, let's go. Okay. Na ja. Er hat so richtig so krumm geschlafen. Wir schläfen so. Muss sich so richtig ein, so. Weißt du? Lucy lacht. Let's go! Ich mach das besser. Ein Kind, wie es geht. Was war's? Gar nicht so schlecht. Okay, ich springe einfach auf Lucy drauf. Okay, 3. Das machen wir natürlich hier nicht im Sprungraum. Das ist verboten. Immer ein Vorbild sein, oder? Auf jeden Fall, bitte. 3. So, Leute, das war es hier mit dem Video. Geiles Standbild gerade. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein. Ja, schon wieder. Leute, lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar, einen netten Kommentar da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und schaut bei Rick, Theresa, Lucy und Alex vorbei. Ich verlinke einfach die Flyhouse-Kanäle unten in der Videobeschreibung. Und lasst ein Abo da bei mir, beim Flyhouse-Kanal. Das, was ist hier von mir, habe ich jetzt schon zum 100. Mal gesagt. Bis nächste Woche Freitag und das war's jetzt hier. Tschüss. Bleibt voll.